Hallöle, liebe Körpernautinnen und Körpernauten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Kerbal Space Program. Ja, wie ihr sehen könnt, es gibt sogar schon ein Update. Seit gestern ist die Version 0.17.1 raus. Ich habe auch gerade versucht, die zu laden. Aber ich glaube, die haben da möglicherweise doch wieder ein klein bisschen Stress mit ihren Servern. Der Download bricht mir da immer ab. Ist auch jetzt nur ein kleines Update, ist nichts Berauschendes, so ein paar Bugfix und so. Ich denke mal, da können wir erstmal drauf verzichten. Wir spielen also weiter in der Version 0.17 und heute werden wir mal schauen, ob wir nicht unsere erste kleine Mond, wollte ich gerade sagen, Moon. Basis, also quasi hier auf dem Trabanten, da kann ich das Bild nicht drehen, so eine kleine Station mal einrichten. Wir haben ja letzte Mal, unseren kleinen Satellit zum Mond geschickt. Da ist er. Ich gehe mal drauf und wir schauen uns den nochmal an. Ich habe den da nochmal ein bisschen fliegen lassen. Da wir ja eine, wo ist der Mond? Da ist der Mond. Da wir eine Karte gemacht haben und ja, die ist jetzt ziemlich vollständig, würde ich sagen. Ist nicht alles eingeschaltet hier. Ich schalte einfach mal wieder alles ein. Dann sind die Anomalien auch wieder zu sehen, die wir gefunden haben. Wir haben hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anomalien gefunden. Das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt zum Mond fliegen, dann werden wir versuchen, mal direkt, vielleicht hier an der, direkt an so einem Krater. Da ist auch eine andere in der Nähe, obwohl so nah wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber immerhin, dass wir hier vielleicht versuchen, mit unserer Mondfähre, sag ich mal, zu landen. Das wäre cool. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Nee, wo müssen wir hin? Zum Space Center. So, und ich habe mir noch gar nicht so großartige Gedanken gemacht, was wir bauen. Ich werde einfach mal loslegen. Wir nehmen sofort ein dickes Modul. Das heißt, drei Carbonauten nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, hier Einfluss auf die Crew zu nehmen. Also wer da mitkommt. Ah, das kommt sicherlich alles noch. Da freue ich mich auch schon drauf. Bestimmt cool. Dann kann man später, kann man die ausbilden irgendwie. Werden die irgendwie in Drillcamps geschickt oder so? Keine Ahnung. Wird bestimmt interessant. So. Ja. Wir möchten natürlich die Möglichkeit haben, dass unsere Jungs auch wieder zurückkommen. Deshalb werden wir uns hier erstmal mit einem Fallschirm ausstatten. Und der ist ja immer so ein bisschen zickig, was die Mitte angeht. Gucken wir mal, dass wir den schön in mittig gesetzt bekommen. Oh, ich glaube, das sieht gut aus, ne? Oh, das können wir so nehmen. Jo. Dann direkt ein Dekoppler. Und was wir sowieso immer brauchen, ist ein SAS-Modul, ein Advanced SAS-Modul, also ein aktives. Die Dinger hier, die sind nicht aktiv. Die, ich glaube, die stabilisieren nur ja, den Flug an sich. Aber die ja, sind nicht aktiv an diesem SAS-Vorgang beschäftigt. Halten die Rakete also nicht auf Kurs. Dafür braucht er also entweder den hier, das ist der dünnere, ne? Oder halt den ja, breiteren für die dickeren Raketen. Ja, dickeren Raketen. Jetzt kommt es nämlich, jetzt sind wir ja eigentlich erstmal beim Lander. Wir brauchen erstmal irgendwas, womit wir auf dem Moon landen können. Überlege ich gerade, wie viel Sprit ich der Sache gönne.
der hier reichen wird. Wir wollen ja auch wieder zurückkommen nach Körbin mit dem Ding. Obwohl, wir werden natürlich erstmal auf dem Mund bleiben, aber ich möchte schon die Möglichkeit haben für eine Rückkehr. Gibt's auch diese. Ich weiß nicht, wie der Spritverbrauch bei den Dingern so ist. Ich habe die eher selten benutzt. Sieht das denn aus, wenn ich hier so ein. Na? Jetzt aber. Ich werd mal den Tank dran machen. Ich möchte hier auch nur mal sicher gehen. Ich möchte auch, dass ich meine Jungs wieder zurückbringen kann hier. Oder unsere Jungs. Machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal die Dinger dran. 4 Stück. Muss hier ein bisschen schauen. Hier habe ich den Ausstieg. Wir fangen mal kurz mit dem Ausstieg an, weil da möchte ich eine Leiter haben, dass man oder dass die Kollegen auch wieder leicht in die Kapsel reinkommen. Kann man eigentlich noch eine setzen, ne? Hier mal. Ja, dann machen wir so Doppelleiter. Dann können die hoffentlich schön gemütlich wieder einsteigen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Triebwerke am besten verteilen. 4, okay. Wenn ich die jetzt so setze. Ja, das passt. Das passt. Und ganz wichtig diesmal, wir wollen auch Beinchen haben. Die muss ich jetzt leider so ein bisschen asynchron setzen, damit die Leiter hier frei bleibt. Mach mal so. Aber sollte. Das ja ansonsten trotzdem symmetrisch ist, für die Flugeigenschaften hoffentlich nicht von zu großer Relevanz sein. Ja, der sieht ja schon ganz nett aus, obwohl ich jetzt gerade befürchte, wenn ich den so hinstelle. Ach nee, die Leiter ist standardmäßig eingezogen, ne? Weil die Füßchen ja nicht ausgefahren sind. Ich würde mal gerne kurzen Test machen. Bevor wir jetzt einen Test machen, mache ich aber noch Folgendes. Wir brauchen auf jeden Fall ein Mech-Jab. Den packe ich, einer reicht. Den packe ich direkt hier hin. Dann weiß ich auch immer ganz gut, wo vorne ist. Also wenn ich die Rakete in dem Winkel stehen habe quasi, dann komme ich mit der Steuerung besser klar, ne? Obwohl ich vieles auch den Mech-Jab machen lassen werde. Der ist einfach praktisch, finde den einfach gut. Aber hin und wieder kommt man einfach nicht drum rum. Da muss man schon selber eingreifen. Weil der Mech-Jab bekommt nicht unbedingt immer alles so hin, wie man sich das vorstellt. Nein, ich wollte das Ding. Und wir nehmen natürlich auch wieder so eine kleine Radarschüssel hier mit. Weil sonst haben wir ja die Karte nicht. Die sehen wir nur, wenn wir halt auch so ein Ding bei haben. Ansonsten haben wir die Karte nicht und sehen auch nicht, wo wir landen wollen. Und das wäre so der Lander. In dem Fall. Wir werden den einfach mal so kurz testen. Ich nenne den jetzt einfach mal Lander 1.0. So. V 1.0. Oh. Safe und Launch. Machen wir einen kurzen Test.
Ich hoffe, ich verhau jetzt hier nichts. So, da sehen wir, wir haben die Karte wieder, ne? Die brauchen wir jetzt gerade nicht, die mache ich mal aus. Und ich fahre jetzt mal die Beinchen aus und hoffe, dass das gut geht. Ich hoffe, wir haben damit einen brauchbaren Stand auf dem Moon. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn die ein bisschen breiter stehen würden. Aber mit den Triebwerken, ich weiß nicht, an den Triebwerken werde ich die wahrscheinlich nicht befestigen können. Könnte man mal ausprobieren. Aber dann werden die sehr flach stehen, ne? Weiß nicht, ob das irgendwie ein Problem sein könnte mit der Stabilität. Aber eine Idee wäre es mal wert. Die Dinger sind so, ja, die sind auch rund, wenn man danach geht. Die sind halt runder. Ich mach mal einen kleinen Test. Da ist auf jeden Fall an. Er bewegt sich schon, ne? Hebt schon ab. Ja. Also der hat eine Menge Kraft. Ich glaube, so verkehrt ist der nicht. Dann beenden wir mal kurz den Flug. Mal schauen. Würde mich interessieren. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade keinen Krach gemacht. Wenn wir die hier draufsetzen. Ob das geht? Die hängen da schon so komisch. Das kann nicht gut sein. Das kann nicht funktionieren. Das sieht kacke aus. So will ich das auch nicht. Nee, so will ich das nicht. Das ist scheiße. Gerade eine andere Idee. Ich versuche den mal kurz ein bisschen anders zu bauen. Ich mal was anderes probieren. Wir nehmen das Ding ab. Oh, da kommt erstmal weg. Die Leiter hängt da dran. Okay. Wir nehmen den Tank. So. Und jetzt kommen hier. Vier Decoupler. Stören dort nicht. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das passt. Wie groß seid ihr denn? Oh, das ist eine angenehme Größe. Gibt ja auch noch hier die, ne? Aber die sind jetzt vielleicht doch ein bisschen zu klein. Ich möchte zwar mit denen probieren. Oh, ist das ein Problem? Houston, Problem. Kriegt das Radar-Ding gar nicht. Doch, jetzt habe ich ihn. Vielleicht, wenn ich den einfach mal hier hinsetzt, das stört er nicht so sehr. Ja. Ich hatte jetzt gerade eigentlich erst gedacht, ich mache jetzt so, pack die hier dran. Aber am Ende hat man natürlich wieder das Problemchen mit dem Beinchen. Aber weißt du was, ist mir eigentlich egal, wir machen das trotzdem. Also der müsste normalerweise müsste der ja feuern, wenn der hier auch so dran hängt, ne? Wie gesagt, ich kenne die Dinger noch nicht so gut. Ich habe da wenig mitgearbeitet. Okay. Jetzt müssen wir natürlich, wir wollen natürlich auch, dass der Sprit aus dem inneren Tank verwendet wird.
Wollen wir das? Wollen wir das? Warte mal, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Wir könnten ja auch, da haben wir die Dekoppler dran, könnten die ja auch wegspringen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und dann vielleicht besser, ich auch schon wieder 2,5 Tonnen das Ding. Nimm das gar nicht, was wiegt das? Das wiegt nur eine halbe Tonne. Für da oben sollte das reichen an Schub. 50. Aber ich sag mal, das reicht. Ich sag das jetzt einfach mal. Schauen wir mal. Beinchen. Beinchen. Was wiegen so Beinchen? Ist nicht so schwer. Jetzt auch gerade, die ist da drin. Das sind die Dekoppler. Das sind die, das sind die. Sonst hätte ich nämlich hier eine Verbindung gemacht halt mit dem Schlauch, ne? So dass die damit versorgt werden. Aber ich glaube, ich werde die, wenn wir die nachher nicht mehr brauchen, nach der Mondlandung, also falls wir mit denen zurückkehren wollen, dann können wir das einfach abspringen, wenn die leer sind. Und dann haben wir noch den Rest, der wahrscheinlich dreimal reicht, um damit zurückzukommen. Schauen wir mal. Okay, so Beinchen packe ich jetzt hier dran. Hier auch noch mal. Wie macht das aussehen? Boah, irgendwie finde ich den cool. Ich möchte den mal testen. Das ist jetzt der Lander V2.0. So. 2. Nicht 0, 0. So. Safe. Machen wir einen kleinen Test hier auf dem Rollfeld. Auf der Startrampe natürlich. Das sieht schon witzig aus, zum Tanzen hier. Ja, da müssen wir vielleicht noch was für die Stabilität tun. Das ist ja nicht das Ding. Ich fahre jetzt mal einmal. Wow. Eine kleine Veränderung. Möchte nicht, dass die Beinchen so ineinander greifen. Das mache ich mal so. Und so. Sind die überhaupt höhenmäßig auf der gleichen? Mach das mal so abschließend hier unten. So, dann sollte das hinkommen. Ein bisschen rauszoomen, mal von oben schauen. Ach, Kacke. Moment, haben wir sofort. Shit, jetzt bin ich wieder so weit weg. So, jetzt müssten es 4 sein. So, jetzt müssten das auch 4 sein. Nochmal gucken. Ja. Mal nochmal testen. Launch, Launch. Echt jetzt, Launch. Ja, die Stabilisierung, ich weiß. Habe ich vergessen. So, jetzt, wenn wir die jetzt nochmal ausfahren. Naja, auf jeden Fall ist der Stand sicherlich stabiler als der, den wir eben hatten.
Wahrscheinlich habe ich hier auch schon eine ganze Menge Gewicht zusammen geklatscht jetzt. Mal schauen, ob die. Ah, feuern tun sie. Ja, cool. Möchte jetzt nicht hier zu weit damit fliegen. Ich habe Angst, dass ich die Jungs hier noch crashe und Mist baue. Auf dem Moon haben wir wesentlich weniger Anziehungskraft. Da sollte das überhaupt kein Ding sein. Nur der Sprit darf uns natürlich nicht ausgehen. Jetzt müssen wir da natürlich ein bisschen was drunter bauen, was uns dann auch gut in den Orbit bringt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin mal gespannt, wie ich klarkommen werde mit dem Ding. Mache hier noch die versprochenen Stabilisierer hin. Ah, nee, 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 ganz schon. Gib wieder her. Natürlich viermal das Ganze. Wenn ich den von hier nach hier ziehe. So. Wie sieht das eigentlich auf der anderen Seite mit der Leiter? Ja, das. Ich hoffe, das ist kein Problem. Mechjab ist da, da ist da. Okay, den speichere ich nochmal kurz. Und jetzt brauchen wir was, was uns nach oben bringt. Mal sehen. Erstmal natürlich ein Decoupler. Ich hader noch mit mir, ob ich so mache oder ob ich so mache. Oder mache ich am Ende beides? Okay, wir setzen den mal hier an. Natürlich auch nicht, dass das Ding zu wabbelig wird. Ich meine, da kann ich sowieso nachher keine. Machen wir anders. Machen wir anders. Das kommt wieder weg. Nein. Der hier. Okay. Heb den schon mal ein Stückchen nach oben. Damit wir unten nicht nachher in Schwulitäten kommen hier mit dem Platz. Welche, das ist Stufe 4. Was ist das? Das sind die? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, Junge, so nicht. Das heißt, du hast die auch in 4 drin. Na, die wollte ich natürlich alle separat haben. Das ist, nee, das ist nicht gut. Heißt, du gehörst in die Stufe und dann haben wir hier,
Das Triebwerk, das gehört in die Stufe. Das gehört da rein, das gehört auch da rein. Jetzt hat er alle Tanks, aber ich wollte diese hier. Warte mal. Mach die doch mal aus hier oben. Die sind uninteressant. Die weg. Und jetzt fasst er das jedes Mal wieder zusammen. Nein. Ah, wie doof das ist. Manchmal noch ein bisschen tricky mit den. Den verschiedenen Stufen hier. So, und du kommst auch da rein, nur damit es auch richtig ist. So, da zündet der und dann kommen erst die hier oben alle dran. Besser jetzt sortieren als später, dann wird es noch unübersichtlicher. Jetzt frage ich mich allerdings, ob ich überhaupt die Möglichkeit habe. Ja, das scheint zu gehen. Jetzt macht er das wieder da irgendwie falsch rein. Aber die ragen voll in die Triebwerke. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wenn ich die Triebwerke ein bisschen höher setze, wenn ich die so setze, ich hoffe nicht, dass das ein Problem werden kann. Ich glaube nicht. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier. Den Platz haben, ne? Aber was hat er jetzt hier wieder mit mir gemacht? Das ist der, hä? Welcher ist das? Was ist das? Das ist, ach so, ja, genau. Dann machen wir direkt Plus. Das wäre dann die Stufe und der gehört auch noch dazu, ja. Der kommt dann hier rein, so. Okay. Ja, weiter. Weiter im Text. Ich habe ein bisschen Angst, dass das hier zu wabbelig wird und dann vorschlägt. Wir werden sehen, ob das klappt. Jetzt brauchen wir erstmal Sprit. Und was wir noch brauchen, ist ein bisschen Sprit. Und ich glaube, ich nehme auch noch ein bisschen Sprit mit. Ich weiß nicht, ob 4 Kanister reichen hier. Die immer noch? Die brühen die immer noch. Scheiße. Ich will das nicht. Hoffentlich hat er mir jetzt nichts verstellt hier. Das ist der innere. Was? Moment. Warum tust du so? Ah, nein, die gehören doch noch nicht da rein. Hab ich gepennt. Ich wollte eine neue Stufe haben. Kann ich die jetzt? Nein, das geht natürlich nicht. Ach, kein Mist hier. Ah, super.
Da einen Trick gibt, irgendwie, wie man die Sachen hier leichter aussortieren kann, da wäre ich echt dankbar für. Kann ich irgendwie. Das geht schon mal, das ist gut. Also wenn ich Steuerung drücke, kann ich die ja so einzeln anwählen. Ich die jetzt mal hier reinnehme. Das dürften die Triebwerke sein. Und zumindest eins davon. Jetzt sind die anderen drei. Moment, erst einmal anklicken. Und jetzt runter. Da sind aber immer noch. Ich glaube, das is ist es. Und die anderen drei Tanks sind diese. Ja. Genau. Und die Stufe wäre dann einmal die beiden, die vier Dekoppler und halt die Tanks. Müsste passen. So. Okay. Das wird natürlich eine viel zu wackelige Angelegenheit an der Stelle. Deshalb müssen wir hier uns auf jeden Fall erstmal darum kümmern, dass das Ganze stabiler wird. Hier noch einen hin. Und hier machen wir auch noch einen hin. Ich hoffe, das ist ausreichend für die Stabilität. Man weiß es nicht genau. Okay. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall auch noch ein paar Wings hier dran machen.